Wir schauen uns eine praktische Schaltung an. Nicht nur diese Schaltung da, mit der man zwei LEDs blinken lassen kann, je nachdem, welcher Regler wo ist, sondern eine Op-Amp-Grundschaltung quasi. Das heißt, wir machen jetzt einen ähnlichen Aufbau bei den Transistoren. Wir haben am Anfang Transistoren, nehmen wir mal mit einem einfachen Experiment eingeführt. Und dann haben wir uns Transistor-Grundschaltungen angeschaut. Jetzt schauen wir uns Op-Amp-Grundschaltungen an. Und die wesentlichste, die wichtigste Op-Amp-Schaltung ist der Impedanzwandler. Also was wir hier schon sehen ist, dass der Op-Amp, der ist ja eigentlich ein Bauteil mit drei Anschlüssen. Wenn wir jetzt die Versorgungen weglassen, aber wir sagen, es ist ein aktives Bauteil, wo eine magische Energiequelle drinnen sitzt. Also es ist ein Bauteil mit drei Anschlüssen und wir verbinden in der Schaltung gleich mal den einen mit dem anderen, sodass wir am Schluss nur noch ein Bauteil mit zwei Anschlüssen haben. Und das Schema, was wir hier haben, ist, dass der Ausgang irgendwie auf den negativen Eingang zurückgeführt wird. Also negative Rückkopplung nennt das und wir schauen uns gleich an, wozu das führt. Und in dem Fall ist es quasi auf die einfachste Art rückgekoppelt, die man sich vorstellen kann, nämlich einfach über einen Kurzschluss. Es gibt andere Arten der Rückkopplungen und da sind dann die ganzen Schaltungen, die noch kommen, wo wir dann hier irgendwo Widerstände einbauen und dergleichen. Aber es ist immer die gleiche Idee, dass ich das Ausgangssignal irgendwie auf den negativen Eingang zurückführe und damit ein bestimmtes Verhalten bekomme und eine bestimmte Art von neuen Bauteil quasi schaffen kann oder von Teilschaltung, die das macht. Genauso wie bei den Transistoren dann Stromspiegel und so gemacht habe und dann sieht man die beiden Transistoren mit der Basis miteinander verbunden auf den ersten Blick, ein Stromspiegel. Wenn alles gut geht, dann denkt man gar nicht mehr zwei Transistoren, man denkt ein Stromspiegel und genauso wenn man das hier sieht, sollte man nicht denken, aha, ein Op-Amp und da ist irgendwie das eine mit dem anderen verbunden, sondern man sollte sehr sagen, ein Impedanzwandler. Gut. Bei mir ist übrigens immer der negative Eingang oben und das ist vielleicht so ein bisschen eine Art Religionskrieg. Vielleicht nicht, weil niemand sehr emotional darüber ist, aber wenn man quasi die Schaltungen kennt von der einen Person oder der einen Gruppe und der anderen Person oder der anderen Gruppe, dann weiß man schon irgendwann, okay, die machen immer das Minus oben und die machen immer das Minus unten. Ich finde das einfach sehr schön, den Rückkopplungspfad oben zu zeichnen und weil der Rückkopplungspfad immer auf den negativen Anschluss geht, ist dabei wieder der negative Pol oben. So. Lass uns ausrechnen, was diese Schaltung macht. Machen wir das vielleicht einfach so. Wir haben wieder irgendwo unsere Bezugsmassen. Das heißt, ich habe jetzt eine Eingangsspannung, ich habe eine Ausgangsspannung. Und jetzt können wir uns überlegen, ja, andere Richtung, so, jetzt können wir uns überlegen, wie diese Eingangsspannung und diese Ausgangsspannung in Bezug zueinander stehen. Also, wir wissen ja, dass die Ausgangsspannung die Differenz der Eingangspotenziale ist, also diese Eingangsspannung, mal irgendeinem großen K. Das können wir eigentlich genauso aufschreiben. Lass uns nochmal zu den Eingängen hinschreiben, welches Potenzial wir hier und hier haben. Es ist eigentlich nur ein, wir haben hier Uin, also haben wir hier auch noch Uin. Und wir haben hier Uout, das heißt, wir haben auch am Minuspol Uout. Und das, was quasi vorher U- und U plus war, ist jetzt Uout. Ich schreibe vielleicht nochmal die Formel von vorher hin. Uout ist die Differenz aus U plus und U minus mal K. Jetzt wissen wir aber, dass U plus ist das U in, das U minus ist das U out. Das heißt, diese Schaltung wird beschrieben durch U out ist U in minus U out mal K. So, das nutzen Sie jetzt leider nicht wirklich viel. Weil wir können nicht sagen, naja, U-Out ist offenbar, weil auf der rechten Seite kommt ja wieder das U-Out vor. Aber es ist im Grunde eine Art von Verstärkerschaltung, hätte ich jetzt mal gesagt. Das heißt,
lass uns den Quotienten ermitteln zwischen dem Ausgang und dem Eingang. Dann können wir wissen, was ist die Verstärkung. Und wenn wir keinen solchen Quotienten finden können, wenn auf der rechten Seite immer noch irgendwie das U-Out und U-In vorkommt, dann ist es offenbar kein Quotient, dann ist es keine lineare Verstärkung, sondern irgendwas anderes. Okay, dazu tun wir mal alle U-Outs auf eine Seite. U-Out mal 1 plus K. Na, U-In mal K. Gleich U-Out mal 1 plus K. So, jetzt tue ich das rüber. U-Out plus U-Out mal K ist U-In mal K. Jetzt kann ich hier ein U-Out rausheben. Also U-Out mal 1 plus K ist gleich U-In mal K. Perfekt. Und jetzt brauche ich nur das U-In auf die linke Seite dividieren und das 1 plus K auf die rechte Seite dividieren. Und wir sind auf U-Out pro U-In ist K durch 1 plus K. So, was haben wir aber jetzt über das K gesagt? Genau, genau. Hier steht im Wesentlichen K durch K. Weil K so groß ist, dass plus 1 keinen Unterschied macht. Das heißt, das hier ist 1. Und was immer ich hier am Eingang mache, kommt 1 zu 1 am Ausgang raus. Also das ist quasi die einfachste Art eines Verstärkers und eigentlich ein Nicht-Verstärker, weil er verstärkt nicht, er gibt nur das Ausgangssignal weiter. Aber wenn ich jetzt irgendeine Frequenz durchschicke, dann wird die sozusagen gedämpft. Wenn sie in der Nähe also der Grenzfrequenz ist. Aber wenn ich da jetzt irgendwie diesen Operationsverstärker zum Beispiel nehme, den ich da in der Schaltung habe, das ist die TS912, und ich schicke da irgendwie 1 Kilohertz rein, dann kommt ein 1 Kilohertz Signal mit exakt der gleichen Amplitude heraus. Weil eben das Gain Bandwidth Product, je nach Versorgungsspannung, haben wir gerade gesehen, 0,8 MHz, 1 MHz ist, da sind wir halt noch Faktor 1000 entfernt. Wenn wir in diese Größenordnung kommen, wird es bedämpft. Das kann man sich aber in dem Fall aber auch quasi vorstellen, dass man den Impedanzwandler und die Bedämpfung trennt. Das sind ja alles lineare Systeme, dass ich quasi sagen kann, ich betrachte die getrennt voneinander. Aber ich sage ja quasi bei der Auswahl von einem Operationsverstärker immer, ich wähle mal einen, der so ist, dass in meinen Betriebsparametern diese ideale Vorstellung gilt und in der idealen Vorstellung geht alles, was reingeht, auch wieder raus. Macht man damit auch irgendetwas? Wir haben ja schon eine Art von Impedanzwandler kennengelernt. Die Kollektorschaltung, genau. Was ist denn die Kollektorschaltung? Was für eine Art von Verstärker? Ja, das heißt, was kann am Eingang klein sein und ist aber am Ausgang groß? Strom. Strom, ja. Und hier habe ich das Gleiche. Am Eingang hängt nämlich nur dieser Eingang vom Op-Amp. Wenn wir ins Datenblatt geschaut haben, da stand, der braucht typisch 1 Picoampere. Und Maximum 150 bis 300. Aber immer noch, egal wie ich es drehe und wende, ist es unter einem Mikroampere. Unter einem Nanoampere. Millimikro, Nanopikro. Ja genau, unter einem Nanoampere, danke. Unter einem Mikro zwar auch, aber das war halt nicht so beeindruckend. Wie ich es drehe und wende, das ist unter einem Nanoampere. Und am Ausgang haben wir gesehen, kann der 150 mA liefern. Und das ist die Hauptanwendung für diese Schaltung. Ich habe irgendwas, eine Messgröße zum Beispiel, den kann ich nicht belasten, strommäßig. Also mache ich so einen Impedanzwandler und dann kann ich mich hier am Ausgang voll austoben und einen kleinen Spielzeugmotor damit antreiben, wenn ich möchte. Und die,
Der Messeingang, der merkt nichts davon, weil der eben in Bilanz gewandelt wird. Gut. So, also das haben wir jetzt gerade gemacht. Gut, dann haben wir hier gleich eine Übung. Wie würde die Schaltung aus der Übung zu Block 42 mit einem Op-Amp statt einem Transistor ausschauen? So, auf 7 wollte ich drücken. Und Block 42 ist die Kollektorschaltung. So. Also die Schaltung hier, wie würde ich das gleiche mit einem Operationsverstärker machen? Und ohne den R2, den brauche ich auch nicht, genau. Gut. Das heißt, was zeichne ich jetzt? Ich habe schon vergessen, es ist schon so weit weg. Den Plus-Eingang vom Op-Amp, genau. Passt. Und wir sehen, wir haben gleiche Anzahl von Bauteilen in dem Fall, aber mit einem geeigneten Op-Amp wird das hier noch mit viel, viel größeren Größen gehen. Also nicht nur mit 100 Kilo-Ohm, sondern auch mit mehreren Mega-Ohm. Da kann man sich noch wieder rumspielen. Wir erinnern uns bei dem Darlington-Transistor, da haben wir ein bisschen so Experimente gemacht, man gibt sich die Hand und dann kam immer noch was. Mit dem Darlington-Transistor hat man halt nur diese ganz, ganz kleinen Ströme verstärken können. Mit dem kann man durchaus hergehen und kann sagen, ich mache einen Spannungsteiler zwischen mir und einem anderen Menschen, ohne dass irgendeinem von uns dadurch Schmerzen zugeführt werden, weil man eben ganz, ganz kleine Ströme verwenden kann. Gut. Gut, bauen Sie die Schaltung auf und testen Sie sie, das machen wir dann in der Experimentiergruppe oder so. Gut, was sind so die Unterschiede zwischen einem Op-Amp-Impedanzwandler und einem Transistor-Kollektor-Schaltung, beziehungsweise der Gegentaktstufe? Was waren denn noch die Unterschiede zwischen der Kollektor-Schaltung und der Gegentaktstufe? War da nicht die Spannung ein bisschen versetzt? Es hängt davon ab, ob ich jetzt die Gegentaktstufe mit diesen Diodenspannungsteilern nehme oder quasi die... Ich habe jetzt die Kollektorschaltung gemeint. Bei der Kollektorschaltung, ja, genau. Bei der ist es, gibt es einen Versatz, ja, um eben diese 0,6 Volt. Was war halt doch ein Unterschied zwischen den beiden? Die Kollektorschaltung ist schneller. Ja, ja. Also wenn man jetzt irgendwelche Funkempfänger und so baut, dann wird man in diesen ersten Verarbeitungsstufen, bevor man das mal auf eine Zwischenfrequenz runtermischt, keine Operationsverstärker finden, sondern da wird viel mit Transistoren gebaut, weil die sind schneller. Und da habe ich halt dann einen Transistor und der macht das. Und nicht 50 Transistor, die machen das super sauber, aber leider viel zu langsam. Mhm. Gut, was war noch ein Unterschied? Ein paar Fragen. Ja? Wenn ich zum Beispiel so LAN-Anschlüsse habe, Kupfer, dann habe ich dort ja auch Differenzverstärker. Ja. Drinnen. Das müssen aber dann spezielle sein, die so hohe Frequenzen können, oder? Ja, und es sind auch keine, also die Frage war, wenn ich ein LAN-Kabel habe, ja. Der entsprechende Receiver, das ist ja auch ein Differenzverstärker. Das ist ein Differenzverstärker, aber es ist kein Op-Amp.
Also die bauen dann halt was aus Transistoren, was natürlich eine Differenz-Eingangsstufe hat, aber halt optimiert ist, genau das zu machen, was du halt in dieser Anwendung brauchst. Gut, was ist, also noch der Unterschied zu Kollektor, was ist denn der große Unterschied zwischen Kollektorschaltung und Gegentaktstufe? Wozu haben wir denn die Kollektorschaltung auf eine Gegentaktstufe erweitert? Für, damit Strom liefern und senken gleichmäßig ist. Genau, damit das gleichmäßig geht, weil bei der Schaltung, die wir jetzt vorher gesehen haben aus dem Block 42, wo wir nur eine einfache Kollektorschaltung waren, da haben wir eben diesen R2 drinnen gehabt. Und der Transistor, der kann halt den Strom liefern, aber wenn die Schaltung Strom aufnehmen muss, dann muss es halt über diesen R2 abgeführt werden. Das heißt, über den Transistor kann viel Strom geliefert werden, aber es kann nicht so gut Strom aufgenommen werden. Bei der Gegentaktstufe haben wir dann eben quasi zwei und die arbeiten dann gemeinsam, zwei Transistoren, die arbeiten gemeinsam so, dass der eine Strom liefern kann und der andere Strom aufnehmen, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Wie wird sich denn da ein Operationsverstärker verhalten in Bezug auf? Sauber. Ja, hoffentlich. Und zwar, wenn man da in den Datenblatt nochmal reinschaut, dann haben wir da am Ausgang im Wesentlichen eine Gegentaktstufe. Wo er quasi einen Transistor hat, um Strom zu liefern und einen anderen Transistor hat, um Strom aufzunehmen. Es ist ein bisschen komplizierter mit diesen zusätzlichen Transistoren, aber die Grundidee ist die gleiche. Und das ist eben so der Grund, warum man Op-Amps macht mit 50 und mehr Transistoren, weil es gibt für all diese Dinge Lösungen und meistens will man die genau in der Kombination haben. Man will irgendwie einen Differenzverstärker vorn haben, man will was dazwischen haben, was sehr stark verstärkt, man will am Schluss was haben, was viel Strom liefern kann. Und wenn man das eben so oft braucht, mit genau diesen Charakteristika, haben sie dann eben die Op-Amps durchgesetzt als Abstraktion für dieses Schema. Von uns nicht. Vielleicht in der Lounge oder in. Gut, also die Op-Amps, die können Strom liefern und Strom aufnehmen. Außer natürlich, wenn ich richtig große Leistungen haben möchte. Also in dem Augenblick, wo ich irgendwie, die Regelschleife machen möchte für meinen Straßenbahnwaggon, dann werde ich keinen Op-Amp nehmen und dann einen Elektromotor anschließen, sondern mir ganz andere Sachen überlegen müssen. Aber für kleine Sachen, ein bisschen so, eben so LED leuchten lassen oder sowas, ist der Op-Amp da viel idealer als Impedanzwandler, als die Kollektorschaltung oder auch die Gegentaktstufe. Was haben wir denn bei der Gegentaktstufe dann noch alles machen müssen, damit die sauberer wird? Die zwei Dioden dazu hängen. Genau, am Anfang hat sie diesen Knick gehabt, dass sie nahe bei 0 Volt nichts tut und man muss quasi 0,6 Volt über dem gewünschten Ausgangssignal sein, dann fängt sie an Strom zu liefern. Man muss 0,6 Volt unter dem gewünschten Ausgangssignal liefern, um es aufzunehmen. Und mit den Dioden haben wir dann große Querströme zum Beispiel gehabt. Also große, aber wir haben quasi einen Querstrom haben müssen, der durch diesen Widerstandsdiodenspannungsteiler durchfließt. Wenn wir dann nochmal ins Op-Amp-Datenblatt schauen, dann haben wir hier irgendwo unten Supply Current. Und da sehen wir, der kommt typisch mit 200 Mikroampere aus pro Verstärker. Das ist natürlich ohne das, was der liefern soll. Nicht? Wenn ich am Ausgang eine LED anschließe und die wird dann mit 20 mA versorgt, dann fließt natürlich in einen Op-Amp 20 mA plus diese 200 Mikroampere hinein. Aber wenn der einfach nur da steht und nichts macht, braucht er 200 Mikroampere. Die Gegentaktstufe wird deutlich mehr gebraucht haben, weil ich eben diesen Ruhestrom brauche, der durchfließt. Oder ich mache nicht diese Diodenspannungsteiler, dann habe ich zwar keinen Ruhestrom, aber ich habe nicht mehr eine Übertragungskennlinie, die gerade durch den Ursprung geht, sondern es macht uns einen Knick, wo er kurz kein Ausgangssignal hat. Das ist eigentlich arg, 200 Mikroampere. Wenn man
Ja, 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 das ist. Aber die On-Chip-Konstantstromquellen sind halt auch in einem sehr, sehr kleinen Bereich. Und das ist jetzt kein besonders stromsparender Umfang. Also die gibt es noch ganz anderen Dimensionen. Gut, also ich glaube, wir haben da jetzt ein bisschen Vor- und Nachteile besprochen. Gut, welche Eigenschaften sollte ein Op-Amp haben, wenn das Impedanzwandler betrieben wird? Also von den Sachen, die wir im letzten Block gemacht haben, da gibt es eine Sache, wenn ich weiß, es wird ein Impedanzwandler, dann muss der diese Eigenschaft haben. Naja, nicht unbedingt. Also das hängt natürlich von meiner konkreten Anwendung raus, aber ich kann einen Impedanzwandler machen, der quasi auf der Eingangsseite sein Picoampere hat und auf der Ausgangsseite dann ein Mikroampere liefern soll. Das können sie alle. Ja, die Grenzfrequenz muss oberhalb der Arbeiterfrequenz sein. Ja, aber das weiß ich auch noch nicht, was die Grenzfrequenz sein soll, nur weil ich weiß, es ist ein Impedanzwandler. Aber nur aufgrund der Tatsache, das ist ein Impedanzwandler, kenne ich eine Eigenschaft, die er haben soll. Der eingangsliegende Stand müsste hoch sein. Ah, das macht natürlich Sinn, aber ich kann auch einen Impedanzwandler machen, der irgendwie von ein paar Mikroampere, von ein paar Milliampere zum Beispiel verstärken soll. Dann geht das auch mit jedem Op-Amp. Welche Verstärkung hat denn ein Impedanzwandler? Ruhe. 1. Kann denn jeder Op-Amp eine Verstärkung 1? Also, das kann nicht relativ groß sein, oder ist das einfach eine Annahme, die so. Ja, das trifft sowieso zu. Aber kann jeder Op-Amp eine Verstärkung 1? Nein. Nein. Wie heißt denn das, wenn er das kann? Wenn er das kann, dann heißt das Unity Gain Stable. Wir haben da oben den Punkt gehabt. Also, ja, genau, die minimal erlaubte Verstärkung. Minimal erlaubte Verstärkung, beziehungsweise Unity Gain Stability. Und das ist eben so eine Eigenschaft, dass ein Operationsverstärker, da kann zum Beispiel draufstehen, den kann ich in einer Schaltung nur verwenden, wenn die mindestens um den Faktor 10 verstärkt. Drunter fängt er an, Eigenschwingungen zu haben. Und nur wenn der dieses Prädikat Unity Gain Stability hat, dann kann ich den auch für einen Impedanzwandler verwenden. Weil wenn dort steht, ich muss mindestens um einen Faktor 2 verstärken, dann muss ich mindestens um einen Faktor 2 verstärken. So. Schauen wir uns vielleicht an, ob ich kurz umreißen kann, wo das Problem mit dieser Unity Stability Gain Stability ist und warum das auftritt, dass der stinkt. Also, sagen wir, ich schicke jetzt hier ein Signal rein, ein Sinus zum Beispiel. So schaut das da irgendwie aus. Und dann kommt auf der rechten Seite natürlich ein Sinus raus, nicht? Das ist die Idee von einem Impedanzwandler, dass ich den gleichen Sinus hier rausbekomme. So. Jetzt schauen wir uns einen Zeitpunkt an, zum Beispiel einen Zeitpunkt, an dem das Eingangssignal genau hier ist. Da schauen wir uns vielleicht den Punkt an, wo es genau hier ist. Also das ist genau der Nulldurchgang. Zum gleichen Zeitpunkt, wo wird der Ausgang in seiner Schwingung liegen? Dafür eine ganz kleine Zeitverzögerung wird es sein. Genau, eine kleine Zeitverzögerung wird es geben, natürlich. Das heißt, der wird nicht ganz genau da sein, sondern vielleicht noch hier. Wenn jetzt auf den Bildern immer die Zeit von links nach rechts vergeht. Und die Zeit, um die das verzögert wird,
die wird natürlich konstant sein. Nicht? Da würde man sagen, weiß nicht, so und so viel Nanosekunden braucht das Signal, um von hier nach da durchzugehen. Was ist jetzt, wenn meine Periodendauer in der gleichen Größenordnung liegt? Es könnte zum Beispiel sein, dass diese Verzögerung hier genau eine halbe Wellenlänge ist. Und wenn der hier auf dem Nulldurchgang auf dem Negativen ist, ist der noch da. Aber vor allem, wenn der gerade hier ist, beim negativen Pol, ist der gerade hier. Und die ganze Idee von dem Impedanzwandler mit der Gegenkopplung ist ja die, dass das Ausgangssignal gleich dem Eingangssignal ist. Das heißt, wenn ich hier quasi ein bisschen raufgehe, dann ist natürlich Plus größer als Minus, dann springt der Ausgang nach oben, weil er sagt, oh, Plus ist größer als Minus, ich muss zu den 12 Volt, was immer meine positive Versorgungsspannung ist, aber irgendwann holt das ein und dann ist das Minus wieder gleich dem Plus. Aber das geht natürlich nur, solange mein Signal hier sich nicht so schnell ändert, dass es hier auf der rechten Seite gerade um diese 180 Grad Phasen verschoben ist. So dass ich dann quasi sage, hier gehe ich mit dem Signal runter, aber da geht es noch rauf und dann habe ich hier nicht mehr diese negative Rückkopplung, die quasi entgegen der Verstärkung wirkt, sondern ich habe eine positive Rückkopplung, die sagt, jetzt erst recht. Und dann muss ich hier eigentlich gar kein Signal mehr anlegen. Ich kann das weglassen. Ja? Es wird zum Selbstläufer. Weil dann liegt einfach hier das Signal an. Nicht? Das, was da rauskommt, kommt da wieder. Und die Schaltung schwingt von ganz allein, ohne dass ich hier ein Signal anlegen muss. Jetzt stellt sich die Frage, warum tritt das nicht auf, wenn ich mit einer größeren Versteckung arbeite? Also es ist relativ einfach, aber... Vielleicht wegen der Slew Rate? Naja, das Problem ist, wir werden im nächsten Block dann eine andere Verstärkung machen. Wir wissen ja im Augenblick noch gar nicht, wie man das macht, dass eine Verstärkung von 10 hat. Wir wissen jetzt nun, wie man es macht, dass eine Verstärkung von 1 hat. Aber ich verrate mal so viel. Eine größere Verstärkung macht man, indem man die Rückkopplung schwächer macht. Weil wenn die Rückkopplung schwächer ist, dann wird hier eine kleine Änderung, da eine große Änderung bewirken, weil er da halt mehr machen muss, damit er hier den gleichen Effekt erzielt. Ich mache die Rückkopplung schwächer und darum wird mein Signal besser verstärkt. Und das ist ein bisschen kontraintuitiv, dass quasi die Rückkopplung schwächer ist, weil es aber eine Gegenkopplung ist und keine Mitkopplung. Und wenn natürlich dieser Pfad hier schwächer ist, dann kann das nicht so leicht auftreten, dass das von selber anfängt zu schwingen. Weil das, was hier rechts rauskommt, kommt eben nur noch gedämpft links zurück. Und wenn jetzt quasi diese Frequenz hier eine ist, bei der der Operationsverstärker selber schon nicht mehr alles durchlässt, sondern ein bisschen gedämpft, und das wirkt dann noch zusammen mit der Bedämpfung dieses Rückkopplungspfades, dann fängt er eben nicht an zu schwingen. Das heißt... Nein, eine Verzerrung kriegt man nicht. Das läuft sich einfach, also wenn man quasi da mal was anstößt, das wird sich quasi so schnell totlaufen, dass man das nicht als Verzerrung wahrnehmen würde. Außer man ist schon sehr nah an diesem Bereich, an dem man dann anfangen könnte, in die Eigenschwingung zu kippen. Aber da will man natürlich immer mit ein bisschen Respekt, Abstand arbeiten, auch weil diese ganzen Größen ja nicht absolut sind, sondern von Bauteil zu Bauteil schwanken, über die Temperatur schwanken, was auch immer schwanken. Das hängt halt wirklich davon ab, was für ein Op-Amp du hast. Also können wir uns das anschauen im Datenblatt?
Aber unten ein Bild gehabt. Hier. Da haben wir Frequenz gehabt und diese Linie hier ist die Phasenverschiebung. Und wir sehen, die Phasenverschiebung erreicht 180 Grad bei einem Megahertz. Das heißt, bei einem Megahertz ist das hier eine Mikrosekunde. Das heißt, 180 Grad ist eine halbe Mikrosekunde. Das heißt, wir können sagen, das ist eine Größenordnung von einer halben Mikrosekunde bei dem Op-Amp. Wenn ich jetzt aber einen Op-Amp nehme, der zum Beispiel für Videosignale gedacht ist, dann sollte er nicht bis zu einem Megahertz arbeiten, sondern bis zu mehreren 100 Megahertz vielleicht. Und dann wird der auch entsprechend auch eine viel kürzere Durchlaufzeit haben. Aber dafür vielleicht andere Dinge, die ihn nicht optimal machen. Da sind wir dann wieder bei dem, ich muss mir überlegen, in meiner Anwendung, was sind die Rahmenbedingungen? Und dann wähle ich einen Op-Amp, der unter diesen Rahmenbedingungen dieses ideale Verhalten zeigt. Okay. Wenn ich jetzt, nehmen wir an, ich arbeite jetzt bei dem 1 Megahertz, also da wo ich eine 1 Megahertz Grenze habe, ich arbeite dort mit, sagen wir, 20 Kilohertz, dann ist das etwa 2%. Dann habe ich eine Phasenverschiebung von 2%. Ja. Das heißt aber, um das wird das Signal aber dann auch verfälscht. Nur verschoben. Sondern wenn ich jetzt einen Impedanzwandler habe, dann kommt ja das Signal um 2% verschoben zurück. Und irgendwo wird es einmal ein bisschen, doch ein bisschen mehr verstärkt. Als also natürlich hast du, wenn du in den Grenzbereiche gehst, also du siehst hier eine also wenn du in die Grenzbereiche gehst von deinem Signal, wenn du zum Beispiel einen harten Rechteck übertragst, dann wird da kein harter Rechteck rauskommen. Aber das kannst du alles darüber runterrechnen, dass der harte Rechteck über das gesamte Frequenzspektrum geht. Also auch wenn das Rechtecksignal selber ein 1 MHz Rechteck ist, dann hat das halt Frequenzanteile, die viel höher sind und die werden entsprechend anders behandelt, meistens auch bedämpft und dann kommt eben das raus, dass der nicht mehr raufspringt, sondern mehr so sich einpendelt. Aber wenn ich wirklich ein bandbegrenztes Signal hineinschicke, irgendwie einen Sinus bei genau dieser einen Frequenz, dann kriege ich auch den Sinus bei dieser Frequenz wieder raus und eben auch bei gleicher Amplitude, wenn ich ein bisschen Respektsabstand habe zu den Grenzfrequenzen. Das sehen wir eben hier sehr schön, dass es die Verstärkung von dem Op-Amp selber, also jetzt ohne irgendwelche Gegenkopplung. Und wenn ich jetzt eine Schaltung machen möchte, die zum Beispiel einen Faktor 10 verstärkt, dann bin ich da bei 10 dB und dann stört mich das überhaupt nicht, dass die Eigenverstärkung von dem Op-Amp hier runterfällt, bis die in die Größenordnung von diesen 10 dB kommt. Also dann sind wir halt irgendwann dort, dass dieses K durch 1 plus K halt doch nicht mehr genau 1 ist. Aber solange wir das haben können, können wir einfach sagen, das K ist so riesig, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Okay. Gut, dann haben wir noch eine wichtige Frage. Wie groß ist die Spannung zwischen den beiden Eingängen von Op-Amp in dieser Schaltung? Die Spannung zwischen diesen Punkten. Kann sie ganz null sein? Das, was die Zeitverzögerung ist. Ja, vergiss die Zeitverzögerung. Sagen wir, wir legen einen DC-Pegel an. Genau, wir haben den Offset und wir haben das hier. Nicht, wenn das K so klein ist, dass wir merken, dass K und 1 plus K doch andere Größen sind oder wir messen genau genug, dann stellen wir fest, dass das nicht exakt gleich ist. Aber ansonsten hat man diesen Effekt bei dem Op-Amp,
dass wenn der in seinem, im Regelbetrieb arbeitet, dann regelt der diese beiden Eingänge auf genau gleich ein. Weil, wenn der Eingang gerade ein bisschen höher ist vom Potenzial als der, dann geht der Ausgang nach oben, der versucht das nachzuholen. Und wenn der Eingang ein bisschen größer ist als der, dann geht der Ausgang nach unten, weil jetzt der negative Eingang höher ist. Und stabil wird das erst dort, wo diese beiden Eingänge gleich sind. Und das ist eine wesentliche Grund... Gleich oder genau um dieses Offset unterschiedlich? Genau um dieses Offset unterschiedlich, aber wir nehmen das Offset in der Theorie mal als sehr klein an. Nicht? Also wir haben wieder dieses, die Formel, die vorher da oben stand, und sagen quasi, von dem gehen wir aus, das ist für uns ein Opfer. Und dann schauen wir, welchen wir nehmen müssen, damit das für unsere Schaltung gut genug passt. Und wenn wir eben sagen, das stimmt so, der Offset ist extrem klein, das K ist extrem groß, dann sind diese beiden Eingänge auf dem gleichen Punkt. Und das ist die einfachste Art, wie man Operationsverstärkerschaltungen rechnen kann. Also da habe ich das jetzt mit dem K durchgerechnet und komme dann quasi drauf, naja, es ist fast 1, weil diese beiden Terme fast gleich groß sind. Aber wenn ich quasi das mal als Annahme sage, das K ist so groß, dass K durch 1 plus K praktisch 1 ist, dann kann ich mit einer anderen Grundannahme rechnen. Ich kann nämlich sagen, in einer Operationsverstärkerschaltung mit negativer Rückkopplung arbeitet die Operationsverstärker immer so mit seinem Ausgang, dass die beiden Eingänge gleich sind. Und damit ist der Impedanzwandler mit dieser Grundannahme ganz, ganz einfach gelöst. Weil da ist die Lösung schon diese Annahme. Uin ist gleich Uout. Bei den anderen Schaltungen muss man noch ein bisschen rechnen, aber es zeigt sich, dass das eine viel bessere Grundannahme ist, um zu verstehen, was eine Operationsverstärkerschaltung macht, als das mit dem K durchzurechnen und am Schluss sich zu überlegen, okay, was ist der Grenzwert, wenn das K sehr groß ist. Gut, es ist Zeit für unsere Pause. Und dann haben wir noch zwei Blöcke.